Guten Abend und herzlich willkommen zur Zeit im Bild. Der Auftakt zur Weltklimakonferenz steht bevor, diesmal in Dubai. Kritiker sehen ein doppeltes Spiel, denn die Veranstalter verdienen gleichzeitig Milliarden mit dem Verkauf von Erdöl. Leichtes Plus. Das Vertrauen in die Politik ist einer Studie zufolge ein wenig gestiegen, aber immer noch ist mehr als die Hälfte der Menschen skeptisch. Und Rettung geglückt. 41 Arbeiter sind lebend aus einem verschütteten Tunnel in Indien geholt worden nach mehr als 2 Wochen. Das Wetter morgen, es wird sonnig, aber sehr kalt. Am Donnerstag beginnt in Dubai die 28. Weltklimakonferenz. Die Zeit drängt angesichts steigender Temperaturen und immer spürbarer Folgen der Erderhitzung. Um die Klimaziele zu erreichen und noch Schlimmeres abzuwenden, bräuchte es deutlich mehr Tempo. Aber nicht nur die Erwartungen an die Konferenz sind gedämpft, auch an die Gastgeber, Tobias. Ja, schon allein der Tagungsort sorgt bei Kritikern für Skepsis. Die Konferenz findet in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Und der kleine Wüstenstaat ist ja bislang eher mit gigantomanischen Infrastrukturprojekten aufgefallen, mit seinen künstlichen Inseln etwa, alles finanziert durch die unermesslichen Ölvorräte im Land. Dementsprechend groß ist auch der ökologische Fußabdruck. Umgelegt auf die Bevölkerung sind die Vereinigten Arabischen Emirate der viertgrößte Treibhausgasverursacher der Welt. Pro Kopf wurden dort zuletzt 25 Tonnen CO2 im Jahr ausgestoßen, also mehr als 3-mal so viel wie bei uns in Österreich. Und jetzt sind auch noch Dokumente aufgetaucht, die das Gastgeberland weiter unter Druck bringen. Vertrauensvorschuss hatte er schon bisher, nur wenig. Der diesjährige Präsident der Weltklimakonferenz ist gleichzeitig Chef des größten Ölkonzerns der Emirate. Jetzt kommen Dokumente auf, die der britischen BBC zugespielt wurden. Demnach soll das Gastgeberland seine Rolle nutzen, um künftige Öl- und Gasgeschäfte mit 15 Ländern abzuschließen. Für den Klimaforscher ist das keine Überraschung. Nach dem Motto, wir können weiter Erdöl fördern und Erdgas verkaufen, verflüssigen, in alle Welt schicken. Und trotzdem kann das Klima geschützt werden. Und das geht eben nicht. Man sollte einen Rauschgifthändler nicht zum Therapeuten für Süchtige machen. Die Klimaschutzministerin versteht die Kritik im Vorfeld, übt sich aber in Zweckoptimismus. Als COP-Präsident hat er eine Rolle, neutral diese COP zu einem guten Ergebnis zu führen. Das wird so schon nicht einfach. Da wird der Ausbau der Erneuerbaren ein ganz wichtiger Schritt sein. Durchbrüche in anderen Bereichen werden sicher schwerer. Aber wir werden dorthin fahren, ich werde dorthin fahren, mit dem Willen, das bestmögliche Ergebnis auch dieses Jahr zu erreichen. Der Klimaexperte rechnet heuer allerdings auch wegen der geopolitisch angespannten Lage, Stichwort Ukraine und Nahe Osten, mit einem ernüchternden Ergebnis. Ein Ausstiegsdatum aus fossilen Brennstoffen wird es wohl kaum geben. Und in der ZIP 2 ist dazu heute die Klimaaktivistin Lena Schilling zu Gast bei Armin Wolf ab 22 Uhr in ORF 2. Milliarden Euro, die in Deutschland unter anderem auch in den Klimaschutz fließen sollen, die sind derzeit blockiert. Schuld ist das gewaltige Budgetloch, das die Regierung in Berlin mit einigen Finanztricksereien schmälern wollte. Doch das hat der Verfassungsgerichtshof untersagt. Bundeskanzler Scholz musste heute im Bundestag erklären, wie er diese Krise nun meistern will. Alle Zweifler hat er nicht überzeugt, berichtet Andreas Pfeiffer. Wie stopft man ein Haushaltsloch von 60 Milliarden? Ein Ex-Finanzminister und amtierender Bundeskanzler müsste es wissen. Doch nach dem Bannspruch des Verfassungsgerichts kann Olaf Scholz heute nur beschwichtigen. Der Staat wird seinen Aufgaben auch weiterhin gerecht. Ich sage das auch an die Bürgerinnen und Bürger gerichtet, die aufgrund mancher wilder Vorschläge und manch gezielter Falschmeldungen in den sozialen Medien verunsichert sind. In ihrem Alltag, hier und heute, ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts. Der Oppositionsführer tobt. Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns zukommt. Unruhe auf den Regierungsbänken. Wie erstellt man ein Budget 2024, das alle Versprechen einlöst und legal ist? Auch diese Antwort liegt im Nebel. Für ein Land, das über Jahrzehnte das Image der fiskalischen Strenge gepflegt hat, ist die Aufdeckung dieser Milliardentrickserei ein schwerer Schlag. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert bereits Neuwahlen. Das ist eher billig. Doch der Ausweg aus der Budgetkrise könnte für die Ampel politisch und ökonomisch noch ziemlich teuer werden.
Berichtet Andreas Pfeiffer. Die Atempause im Krieg in Nahost dauert an heute an. Es ist der fünfte Tag der Feuerpause zwischen Israel und der Hamas. Die Zeit wird genutzt zum Austausch von israelischen Geiseln. In diesen Minuten sollen wieder 12 freigelassen worden sein. Und auch palästinensische Häftlinge kommen frei. Und die Hamas will weitergehen. Sie bringt eine neuerliche Verlängerung der Feuerpause ins Spiel. Der Druck auf Israel mitzuziehen ist groß. Holon, Israel. Das medizinische Personal verabschiedet sich von der 85-jährigen Yaffa Adar. Sie ist eine der Gründerinnen des Kibbutz Nir Oz, hat die Tage in Geiselhaft gezählt. Einer ihrer Enkel bleibt weiter Gefangener im Tunnelsystem der Hamas. Rafah an der ägyptischen Grenze. Trucks der UNO-Organisationen am Übergang. Eigentlich eine Fußgängergrenze. Während 4 Tagen Waffenstillstands haben wir verzweifelt benötigte Hilfe für Hunderttausende in schwerst zugängliche Regionen geliefert. Unsere Teams haben Hunger, Verzweiflung und Zerstörung gesehen. Ein Lichtblick ist für Angehörige in Ramallah, Westjordanland, die Freilassung von inzwischen 117 palästinensischen Gefangenen während der Waffenruhe. Derzeit laufen nicht nur in Katar Bemühungen, diesen Waffenstillstand zu verlängern, auf täglicher Basis. US-Außenminister Antony Blinken ist in Brüssel und wieder auf dem Weg nach Tel Aviv. Tel Aviv am Hostage Square, die abendliche Versammlung um die leeren Stühle. Alles muss getan werden, um sie nach Hause zu bringen. Es ist eine Pflicht der Regierung, der Welt und des Roten Kreuzes. Gegenüber ist das Verteidigungsministerium. Bisher hat die Regierung maximal 10 Tage Waffenstillstand angeboten, wenn täglich 10 Geiseln freikommen. In Österreich wird in vielen Branchen weiter ums Geld gerungen, um Lohn- und Gehaltsabschlüsse in Zeiten hoher Inflation. In der Sozialwirtschaft ist ein Abschluss gelungen. Es gibt ein Plus von 9,2% für all jene, die etwa in Pflege- oder Behindertenhilfe arbeiten. Das sind auch 130.000 Menschen. Aber ganz anders verhält es sich in der Handelsbranche. Hier läuft seit dem Vormittag die 4. Verhandlungsrunde, aber es scheint nicht viel weiter zu gehen. Deshalb drohen bald Streiks und das im Weihnachtsgeschäft. Es ist ein zähes Ringen bei den Handelsbeschäftigten. Seit 8,5 Stunden verhandeln Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber es spießt sich, sagt der Handelsobmann am Abend. Wir versuchen, was zusammenzubringen, aber ist schwierig. Wie realistisch ist eine Einigung heute? Das kann ich überhaupt noch nicht sagen. Es ist noch so viel Wasser zwischen uns, aber wir sind intensiv dran. Ein neues Angebot ist bis jetzt noch nicht bekannt. Bisher bieten die Arbeitgeber 5% plus eine Einmalzahlung von 800 Euro. Die Gewerkschaft fordert 9,5% plus einen Fixbetrag von 40 Euro. Beide Seiten sehen sich am Vormittag noch gegenseitig in der Pflicht. Jetzt liegt es aber an der Arbeitgeberseite, dass hier Bewegung gibt, dass die Einmalzahlung vom Tisch genommen wird. Wenn die vom Tisch ist, dann können wir unsere Forderung auch reduzieren. Gibt es heute keine Einigung, sollen übermorgen 1- bis 3-stündige Warnstreiks beginnen, so die Chefverhandlerin kurz vor der Sendung. Wir haben 3 erste Streikwellentage. Das heißt, wir beginnen am Donnerstag, Freitag und Samstag. Das sind unsere ersten 3 Streiktage. Ja, es wäre mal ein Amazon-Förderprogramm, das ist das erste. Die Drohung kommt immer wieder. Ja, sie ist unangenehm, keine Frage, aber zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Es wären die ersten Streiks im Handel seit Jahrzehnten. Die Branche würde das in seiner umsatzstärksten Zeit treffen, im Weihnachtsgeschäft. Ja, und apropos Löhne und Gehälter, das Einkommen bestimmt auch ganz maßgeblich, wie zufrieden die Menschen in Österreich mit der Politik sind. Das zeigt der aktuelle Demokratie-Monitor. Generell steigt das Image der Politik wieder leicht nach dem Tiefststand im vorigen Jahr. Aber immer noch finden nur knapp 39% der Menschen, dass das politische System hierzulande sehr gut oder zumindest gut funktioniert. Und wie diese Bewertung ausfällt, das hängt ganz stark mit der wirtschaftlichen Situation zusammen. Bei höheren und mittleren Einkommen ist der Vertrauensverlust, wir sehen es, zumindest gestoppt. Im untersten Drittel hingegen sinkt die Zufriedenheit weiter. Nicht einmal ein Viertel dieser Menschen fühlt sich im politischen System gut aufgehoben. Sie fühlen sich stattdessen kaum von der Politik vertreten. Etwa im Parlament, da fühlen sich nur 16% der Menschen mit wenig Einkommen gut repräsentiert. Bei denen, die besser verdienen, sind es hingegen 61%. Insgesamt ein Weckruf für die Politikerinnen und Politiker. Es ist ein Alarmzeichen für alle Politiker, vor allem für die Regierenden. Sie verlieren den Draht zu denen, die die Gesellschaft am Laufen halten. Pflegerinnen, Reinigungskräfte, Zusteller, Beschäftigte in der Gastronomie.
Die Corona-Politik wirkt nach und die Korruptionsaffären schaden allen Parteien. Sehr viele Leute waren der Meinung, das ist sowieso typisch für das System. Eh klar, alle machen das. Die Politiker kümmern sich um sich selbst, nicht um meine Anliegen. Dieses Gefühl haben immer mehr Menschen, die wenig verdienen. Sie wollen aber finanzielle Sicherheit und Anerkennung. Also da geht es hier einfach darum, dass ich mit meiner Arbeit als Reinigungskraft, als Pflegekraft in dieser Gesellschaft genau dieselbe Anerkennung erhalte wie der Chirurg, der nach mir kommt, wenn ich den Operationssaal sauber gemacht habe und der seine OP nicht machen könnte, wenn ich nicht vorher sauber gemacht habe. Die Folge? Die Wahlbeteiligung bei den Wenigverdienern sinkt, während sie beim Rest stabil bleibt. Es gibt jedoch Hoffnung vor dem Superwahljahr 2024. Wichtig ist zu betonen, dass wir es hier nicht mit zwei komplett verfeindeten Gruppen zu tun haben, wie wir es in den USA ja inzwischen beobachten können, sondern dass wir uns sehr, sehr viel näher noch stehen und auch miteinander reden können und Sachen ausdiskutieren können. Der Demokratiemonitor, auch eine Chance für die Politik, denn immer noch 90% halten die Demokratie für die beste Staatsform. Stichwort Demokratie und Politik. Heute ist ja Dienstag, also Reporttag. Bei Susanne Schnabel um 21.05 Uhr geht es heute auch um Integration. Zu Gast ist die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger. Die Bundeshauptstadt Wien ist gerade so etwas wie die Weltpolizeihauptstadt. Denn hier feiert gerade der internationale Verbund Interpol sein 100-jähriges Bestehen in Erinnerung an die Gründung, auch in Wien, im Jahr 1923. Im Zentrum steht heute die Vernetzung zwischen den Behörden, aber besonders brisant ist, dass gegen den Chef von Interpol schwere Vorwürfe erhoben werden. Das Polizeiaufkommen vor und im Austria Center in Wien ist heute ungewöhnlich hoch. Mehr als 1200 Polizistinnen und Polizisten aus 160 Ländern treffen sich hier zur Interpol-Generalversammlung. In Zeiten von Cybercrime sei die internationale Vernetzung besonders wichtig, betont Bundeskanzler Karl Nehammer bei der Eröffnungszeremonie. Doch Interpol-Chef Nasser al-Raisi selbst steht jetzt im Visier der Staatsanwaltschaft Wien. Zwei Briten erheben den Vorwurf, in den Vereinigten Arabischen Emiraten gefoltert worden zu sein, als al-Raisi dort Generalinspektor und damit verantwortlich gewesen sei. Sie haben Beschwerde bei der STA Wien erhoben. Und Österreich sei theoretisch auch zuständig, erklärt der Völkerrechtsexperte. Es gibt mittlerweile etwas, das nennt man Weltrechtsprinzip, und das besagt, dass bei besonders schweren Straftaten, und Folter gehört dazu, Österreich auch ohne unmittelbaren Anknüpfungspunkt zuständig sein kann, nämlich dann, wenn der Verdächtige sich kurzzeitig auf österreichischem Staatsgebiet aufhält, und das ist ja im Moment der Fall. Bereits in 5 anderen Ländern haben die Briten Anzeige gegen al-Raisi erhoben. Damit steige der Druck, so der Experte. Von der Staatsanwaltschaft Wien heißt es, man prüfe die Beschwerde derzeit intensiv. Es sei kein alltäglicher Fall. Ein Kunstschatz wird zunehmend zur Zerreißprobe zwischen Griechenland und Großbritannien. Schon lange fordert Athen die Rückgabe von historischen Fristeilen, ist bisher allerdings immer abgeblitzt. Sie werden weiterhin im British Museum ausgestellt. Heute dann der Eklat. Der britische Premierminister Sunak sagt ein Treffen mit seinem griechischen Amtskollegen in letzter Minute ab, obwohl der schon nach London gereist war. Berichtet für uns Jörg Winter. Aus der Einladung zum Tee wird nichts. Die Tür der Downing Street bleibt dem griechischen Premierminister heute verschlossen. Der hatte zuvor im TV-Studio der BBC in London Großbritannien erneut aufgefordert, die Friesteile zurückzugeben. Diese Skulpturen gehören Griechenland, man hat sie uns gestohlen. Es wäre so, als ob man die Mona Lisa zerteilen und einen Teil im Louvre und den anderen im britischen Museum ausstellen würde. Lord Elgin, ein britischer Adelsmann, hat die Marmorskulpturen und Friesteile des Parthenon-Tempels auf der Akropolis Anfang des 19. Jahrhunderts nach London verschifft und die Sammlung dem britischen Museum verkauft. Dort gehört sie seither zu den Hauptattraktionen. Ein Gesetz verbietet dem Museum, Kunstschätze zu veräußern. Ein Kompromiss wäre, Teile des Frieses Athen als Leihgabe zu überlassen, zeitlich begrenzt. Oppositionsführer Keir Starmer, der den griechischen Premier gestern trotz aller Kontroversen trifft, kann sich diesen Kompromiss vorstellen und sieht sich jetzt Vorwürfen ausgesetzt, britische Interessen aufs Spiel zu setzen.
sind die Friesteile als Leihgabe erst einmal in Athen, dann kommen sie nie wieder zurück, heißt es in konservativen Regierungskreisen. Doch eigentlich geht es um Innenpolitik und Wahlkampf. Premierminister Sunak, in Umfragen meilenweit zurück, will mit einer Geste der Härte gegenüber Athen bei Wählerinnen und Wählern und Parteifreunden punkten und nimmt dafür in Kauf, einen NATO-Partner öffentlich zu brüskieren. Analysiert Jörg Winter. Und hier sehen Sie gleich noch mehr über die dramatische Rettung von 41 Männern, die wochenlang verschüttet waren, nach den Meldungen. Wie es mit der angeschlagenen Signa-Gruppe weitergeht, bleibt unklar. Werden keine Investoren gefunden, droht die Insolvenz. Die Unternehmensgruppe von Gründer Rene Benko benötigt dringend Kapital. Übermorgen soll eine Anleihe in Höhe von 200 Millionen Euro fällig sein. Die Diversion für Bettina Glatz-Kremsner ist rechtskräftig. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verzichtet auf Rechtsmittel. Die frühere ÖVP-Vizechefin und Erstangeklagte im Falschaussageprozess rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat Fehler bei ihren Aussagen eingestanden und 104.000 Euro Geldbuße bezahlt. Die Tiroler Gemeinde Seefeld steckt in einer schweren Finanzkrise. Ein Bericht des Landesrechnungshofs spricht von 9 Millionen Euro Schulden und 36 Millionen Haftungen. Die nordische Ski-WM 2019 hat ein tiefes Finanzloch hinterlassen. Heute dürfte sich deshalb der Gemeinderat auflösen, was Neuwahlen bedeutet. Das Tunneldrama im Norden Indiens hat ein glimpfliches Ende genommen. Dort waren 41 Bergleute mehr als 2 Wochen lang verschüttet. Heute konnten alle gerettet werden. Nun werden die Männer untersucht. Ersten Informationen zufolge dürfte es ihnen aber soweit gut gehen. Endlich gerettet. Sie können ihr Glück wohl selbst noch kaum fassen. Nach mehr als 2 Wochen harter Arbeit können die Helfer heute zu den Verschütteten durchdringen. Davor 17 Tage Dunkelheit, eingesperrt hinter 60 Metern Geröll. Mit schwerem Gerät rücken die Rettungskräfte vor, um durch den Schutt zu bohren. Sie schaffen es 50 Meter lang, dann bricht der Bohrer. Die letzten 10 Meter müssen die spezialisierten Bergleute per Hand und mit kleinen Werkzeugen zurücklegen. Versorgt werden die Verschütteten indes über ein schmales 15 cm Rohr, etwa mit Nüssen, Popcorn und Medizin. Für die Angehörigen ist es bis zuletzt ein Spiel mit den Nerven. Heute sammeln sie sich noch einmal vor dem Tunnel in freudiger Erwartung. Jeder hier ist ganz aufgedreht. Sie haben gesagt, ich werde meinen Bruder bald wiedersehen. Wenn mein Sohn dort rauskommt, wird mir wieder leicht ums Herz sein. Dann der Durchbruch. Durch einen 90 cm breiten Schacht kommen die Geretteten nach draußen. Der Albtraum ist vorbei. Und diese Rettungsaktion legt uns quasi eine Rutsche zur Kultur. Da geht es nämlich um einen neuen Film namens Wie kommen wir hier wieder raus? Der handelt freilich nicht von Bergleuten, sondern von einer bunt gemischten Familie, die sich zu Weihnachten irgendwie selbst aushalten muss. Mit Stars wie Simon Schwarz, Hilde Dahlig und Caroline Peters. Weihnachtsstimmung kommt zunächst keine auf in dem von Eva Spreizhofer inszenierten Kammerspiel. Kein Wunder, lässt sie doch ihre Protagonistinnen ein gesellschaftlich relevantes Thema nach dem anderen abhandeln. Was ist an Genderfluid nicht normal? Alles? Es ist ein bisschen so wie ein Mikrokosmos, eine Patchwork-Familie mit Menschen, die unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Meinungen haben, treffen am Weihnachtsabend zusammen und es kommt natürlich zu Konflikten. Also der Harald und ich, wir essen ganz normal Fleisch, ich bin nur glutenfrei. Nur ist gut. Das ist halt einfach eine Art von Ritual, das sich eignet für Schönes und Schreckliches. Und eine Komödie ist eigentlich eine Tragödie, die gut ausgeht. Und so ist Weihnachten auch. Dass unsere Welt ohne Humor noch düsterer wäre, ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis dieser kurzweiligen Weihnachtskomödie. Ich bin froh, wenn die endlich alle weg sind. Das ist unser Stichwort, wir sind schon so gut wie weg. Ja, gemach, aber es fehlt noch der Hinweis auf Markus Watzak. Kommt gleich, liefert den Wetterbericht. Wir sind morgen gern wieder für Sie da. Schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ciao.